Wenn die rote Lampe leuchtet, wird es ernst. Jeder Versprecher, jeder Kamerawackler, alles, was jetzt daneben geht, wird der Zuschauer sehen. Klar, dass da die Herzen schneller schlagen. Hier stecken schließlich keine über Jahre ausgebildeten Fernsehprofis dahinter, sondern die Flensburger Jugendredaktion Schnappschuss. Ihre 10. Sendung werden Sie heute live aus dem Studio des offenen Kanals Flensburg senden. Ja, wir gehen jetzt auch den Text mindestens zweimal noch durch, weil wenn du da halt in der Live-Sendung Fehler machst, dann ist der Fehler da drin und der bleibt dann auch da drin. Das ist jetzt halt natürlich besonders spannend und man ist große Konzentration gefordert, weil man halt dieses Zeitdruckgefühl hat, dass es live ist. Ja, ich muss gucken, dass ich meine vorgeschriebene Person die ganze Zeit gut im Bild habe und ja, es ist ja scharfes Bild habe, ja. Live haben die Schnappschüsse zwar noch nie gesendet, so ganz neu ist die Sendesituation für die meisten dann doch nicht. Einige sind schon 4 Jahre dabei. Ihre Beitragsideen entwickeln sie selbst, getreu dem Motto, von Jugendlichen für Jugendliche. Einmal die Woche treffen sie sich zum Fernsehen selber machen im offenen Kanal Flensburg. Das macht sie in dieser Form einzigartig in Schleswig-Holstein. Ja, man kann sich halt selber mit einbringen, bringt eigene Ideen mit, man produziert eigene Beiträge wirklich von der Idee bis hin zum Schnitt und da ist wirklich alles mit dabei und dann freut man sich natürlich immer, wenn die Sendung da ist und man die geschafften Beiträge präsentieren kann. Und auf der Couch saßen schon so einige Promis, vom YouTuber Fresh Torge bis hin zu Ben Santiano. Auch die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange haben sie schon interviewt. Für ihre 10. Jubiläumssendung haben sie einen von nur wenigen Zeppelin-Piloten getroffen. Das ist ja wie mit einer Familie groß werden, habe ich so manchmal das Gefühl, nicht? Dass Menschen nicht nur in die Höhe wachsen, sondern auch als Menschen reifen und so. Und das sieht man, glaube ich, auch ganz toll. Nicht nur, wenn man sich begegnet täglich oder einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, sondern auch an den Beiträgen, die reifer werden und die sich mit anderen Themen auseinandersetzen. Also das ist schon schön, wenn man das über die Zeit beobachten kann. Als es ernst wird, sind alle hochkonzentriert. 20 Minuten sind die Schnappschüsse nun live on air. Heute wollen wir euch nicht nur die üblichen Beiträge präsentieren, sondern auch auf die Sendung zurückblicken und das ein oder andere Geheimnis lüften. Jetzt mal ganz ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10, wie genau hörst du mir eigentlich zu? Ja, das finde ich auch. Wie aufgrund akuter Müdigkeit und Unwollen? An dieser Stelle zu faul waren, eine Überleitung zu schreiben. Egal, dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit dem nächsten Kurzfilm. Nun wollen wir noch einmal alle aufrufen, die heute mitgewirkt haben. Kommt doch mal her, komm! Hey, das war's, wir haben's geschafft! Ja, jetzt keine großen Pannen, natürlich immer so ein bisschen. Da hatte man mal einen ganz kurzen Hänger, aber es war witzig und hat Spaß gemacht, wirklich. Das war klasse. Ich glaube, die meisten Menschen möchten lieber ein Netz und einen doppelten sicheren Boden haben. Und das ist ganz toll, dass sie sich jetzt getraut haben, mal diese Sicherheit zu verlassen und das komplett live zu machen. Das ist schon was Besonderes. Die neueste Sendung der Schnappschüsse kann man sich nun auf YouTube oder immer dienstags um 16.30 Uhr auf Flensburg TV anschauen. Und nach der Sendung ist vor der Sendung. 11. Sendung auf jeden Fall. Ich will noch nicht so viel verraten, aber ein paar Beiträge sind schon geplant. Ein bisschen was im Hafen von Flensburg, hoffentlich ein paar Interviews. Uns verriet Moderator Felix am Ende doch noch, welche Interviewanfragen sie für die neue Sendung schon gestellt haben. Nämlich an die Ehrlich Brothers und die Sprecher der 3 Fragezeichen.